Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Heute wollte ich mal mit dem Blue Baby spielen und mal gucken, wie weit wir kommen. Das Blue Baby hat halt keine gewöhnlichen Herzcontainer, sondern bloß Soul Hearts. Das Blue Baby bekommt auch keine, es bekommt nur Soul Hearts. Und das hat dieses tolle Special Item. Einfach mal auf den Boden kackt und dann kann man das wieder zerstören. Damit kann man zwar Gegner vielleicht ein bisschen jetzt irgendwo einsperren, sage ich mal. Aber ob das jetzt so ganz das Wahre ist, ich weiß ja nicht. Vielleicht, ja, ich zeige das mal eben so, in etwa könnte man das dann machen. Aber das war jetzt schlecht positioniert, da gab es auch eigentlich nichts Ordentliches. Was macht die Kiste da, das TNT-Fass da? Bäm! Explodieren wäre die richtige Antwort gewesen. Verdammt. Ich darf hier echt nicht viel Schaden bekommen, weil sonst ist das echt schade. So schlecht. Naja, gut. Suchen wir es einfach weiter. Ich werde dann wahrscheinlich... Ja, die Folge wird dann beendet werden, wenn ich dann hier die... ja. Achso, das geht jetzt nicht direkt an der Tür irgendwie. Weil man dann nicht mehr raus könnte oder so. Ich weiß es nicht. Fluchtwege darf man ja nicht blockieren. Wisst ihr ja sicherlich alle. So, und das kommt mir ein bisschen so vor wie eine Challenge irgendwie, weil... Das ist kacke und so. Nee, das ist ein bisschen blöd halt. Mit dem, weil ja auch die normalen Herzen droppen. Aber man kann sie überhaupt nicht gebrauchen. Gar kein bisschen. Höchstens um... damit rumzuspielen und sie rumzuschubsen. Was ist das nochmal? Lil Chub. Ach das. Oh, das ist eigentlich ganz cool. So, mal gucken, ob wir die ersten beiden Etagen wenigstens schaffen. Sind im Keller. Oder im Zellar. Und wir sind hier gegen Widow dran. Und spätestens jetzt habt ihr gesehen, dass das wirklich das Blue Baby ist. Denn es lag mit Kreuzen im Gesicht auf dem Boden. Und es stand dort. Versus Widow. Oh my God. Geh einfach komplett kaputt. Komplett ohne irgendwelche Ausnahmen und so ein Spaß. Warum sage ich eigentlich im Moment immer und so ein Spaß? Keine Ahnung. Entschuldigt mich. Mich. So, und dann gehen wir auch noch eben in den... Ne, in der nächsten Ebene können wir dann eventuell noch in den Shop gehen. Aber jetzt nicht. Jetzt haben wir... Verdammt, jetzt haben wir den Shop aufgemacht. Hätte ich lieber den Bücherraum aufgemacht. Und ich... Oh. Ich glaube, das möchte ich unbedingt haben. Fuck, das geht's... Scheiße, das geht sogar. Ja, verdammt. Ich dachte, das geht nicht. Naja, wieder was gelernt. Und gleich bin ich verdammt nochmal tot. Und das wäre uncool. Hätt's gedacht. Okay, versuchen wir ein bisschen zu surviven. Indem wir uns nicht mehr so Wer bietet sich freiwillig an? Wen darf ich schlagen? Dann machen wir eine scheiß Challenge. Entschuldigung jetzt für den Ausdruck. Dann machen wir jetzt noch 9 Deaths. Machen wir uns heute mal selber schwer. Warum auch nicht? Ist doch immer was Tolles. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein blauer Stein. Das ist schon mal sehr gut. Aber da ist auch eine Truhe. Wir holen uns die Truhe, glaube ich. Obwohl... Na, wir sind 9 Devs unterwegs, ne? Ne? Und hier könnten wir auch noch Dinge im Raum finden. Eventuell. Und wir haben ihn sogar gefunden. Dann hat es sich ja wirklich gelohnt. Und das hat sich jetzt wenig gelohnt. Hat sich doch nicht so gelohnt. Und das Dead Sea Scrolls Buch... Was bringt das nochmal? Das war, glaube ich, die Gegner einfrieren oder so. Weiß ich gerade nicht. Oh, da bräuchte ich schon wieder eine Dings, eine Bombe. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Dankeschön. Trollbomb, mach das! Ich hasse dich, Trollbomb. Egal, wir haben dieses wundervolle Ding hier freigedingst. Hat sich, einigermaßen gelohnt. Naja.
Man muss es ja immer ein bisschen übertreiben. Jetzt dürfen wir das hier, haben wir das Privileg, das hier nochmal zu machen. Das freut mich natürlich. Und ihr dürft euch nicht von den Hintergrundgeräuschen hier nerven lassen. So. Gut, dann haben wir die Missing Page. Die hat eine, die macht eine Chance von 5%, dass ich, wenn ich, wie heißt es, einen Schaden bekomme, dass dann der ganze Raum Schaden bekommt. Ist jetzt nicht so gut, aber ey, besser als nichts. So. Komm. Müssen wir auch vorsichtig sein, immer recht vorsichtig sogar. Und da muss ich mich gerade kratzen. Muss man ja irgendwie immer. Wenn man Let's Play, dann kratzt es und juckt es überall. Das ist auch komisch. Und ach, verdammt, ich hätte mir erst... Ach, warum habe ich mir nicht erst die Truhe geholt? Hätte ich vielleicht mein Leben auffrischen können oder sowas. Weil das jetzt auch nicht so der einfachste Miniboss ist. Das war gerade schon relativ knapp. Überleg gerade, ob ich... Nee. Ich hätte sie vielleicht nutzen können, aber jetzt lohnt sich nicht mehr die Dead Sea Scrolls. So, das war gerade nochmal relativ knapp. Das hier auch, die Aktion da gerade mit der Spinne und kaputt... Nee, das war jetzt kein... Doch. Der Spinne und dem kaputt machen. So. Oh, 4 verdammte Spinnen und dieser super Sloth-Fettsack. Okay, er hat uns wenigstens was total Sinnvolles gegeben. Naja. Poison Bombs. Also wenn jetzt ein Gegner in meine Bombs reinläuft, geht er kaputt. Aber jetzt könnten wir theoretisch noch alles Mögliche hier freisprengen. Was es hier zum Freisprengen geben würde. Theoretisch. So, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Hätte ich auch direkt an diese, hier, wie heißt es? Kiste gehen können. Und das benutzen wir jetzt mal. Was ist das? Aha. Was macht das nicht auch The Unicorn? Den Effekt. Naja, gut. Range up. Und runter. In den Keller. Beziehungsweise in die Basement 2. Oh, der Kampfraum. Ja, warum nicht? Ace of Spades. Ja, doch. Ist eigentlich sinnvoller als hier die, Die. Komm, wie heißt sie denn? Die. Ah, verdammt! Nö, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Als die, Sag an! Los! Als die, Missing Page, genau. Weil wenn wir Schaden bekommen, dann sind wir eh schon eigentlich tot und dann bringt uns das auch nichts mehr, dass der Raum dann Schaden bekommt. Von daher. Nehmen wir dann doch lieber Ace of Spades mit. Das bringt uns, glaube ich, mehr Karten oder sowas. Two of Clubs verdoppelt, soweit ich weiß, unsere Bomben. Wenn wir erstmal behalten. Wenn wir eine Bombe benutzen müssen, dann nehmen wir das. Wenn wir neue bekommen, dann freuen wir uns und da gehen wir mal rein. Das war ganz cool. Aha, war ganz gut. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch was. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ach, und wenn die explodieren... Oh. Damage up, das ist gut. Wenn die explodieren, dann, wie heißt es? Dann vergiften sie anscheinend auch ihr Umfeld. Das ist doch praktisch. Und wir gehen weiter, oder was? War Two of Clubs die Schlüssel verdoppeln? Ach, ich weiß es gerade nicht. Und wir kriegen eh nicht mehr genug Geld, dann können wir das hier auch verzocken. Also wir kriegen keine 15 mehr, jetzt ist recht nicht mehr, außer wir kriegen jetzt hier vielleicht gleich einen Schein oder sowas. Oder sowas. Auch okay, dankeschön. Seht ihr, es hat sich gelohnt. That's how you play Isaac. Ice Age und so. Warum labere ich immer so einen Müll? Kann mir das jemand sagen, als ob. So, und dann sehen wir da auch, wo der Geheimraum liegt. So, und es war Bomben verdoppeln. So, dann gehen wir da unten rein. Und da finden wir dieses wundervolle Item, was wir nicht gebrauchen können. Vielleicht... ist hier irgendwas. Irgendwas. Oh mein Gott, nein. Hätte ich euch jetzt überhaupt nicht vorher sagen können, weil wir da überhaupt noch nicht waren. Da nebenan. Aber nun gut, warum nicht?
So, den lassen wir mal noch stehen. Vielleicht bekommen wir gleich noch ein bisschen Geld. Ansonsten werde ich den kaputt machen, wenn ich in Richtung des Shops, genau. Immer nur ans Shoppen denken. Wenn ich in Richtung des Bosses gehe und dann kein Geld mehr habe. Ich habe aber jetzt Geld, das heißt, dann werde ich das gleich erstmal verzocken. Da unten ist gar nicht der Boss. Gut zu wissen. Ich spiele echt like a Boss. Entschuldigung. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen eklig, der Ton. So, wir gehen erstmal zum Boss. Vielleicht kriegen wir hier Geld. Ach, das macht Random-Effekte. Irgendwas, oder wie? So, und das Strange verdoppelt irgendwie uns... Oder gibt uns einen Container dazu. Der ist aber nicht für immer oder nur für den Raum. Keine Ahnung. Man macht uns, soweit ich weiß, noch ein kleines Damage-Up noch dazu. Was doch eigentlich ganz okay ist. Und ich überlege gerade, ob ich... Ich habe eigentlich... Ja, das wäre irgendwie kacke, den Run abzubrechen, aber ich habe irgendwie nicht mehr so viel Lust jetzt gerade. Ich glaube, ich lasse ihn einfach im Hintergrund offen und dann nehme ich WoW oder sowas auf. Weil ich muss ja wieder aufnehmen, da ich ja jetzt das versprochen habe. Und versprochen wird auch nicht gebrochen. Und ja, die Containeranzahl ist nur höher für den einen Raum. Und wir nehmen davon nichts mit, weil wir es nicht gebrauchen könnten. Sonst hätte es sich gelohnt, weil wir eh zu viele Leben haben. Das heißt, wir gehen nur noch kurz an den Automaten und sprengen diesen in die Luft. Gib uns was. Du hast uns nichts gegeben. Dankeschön. The Tower. Ist auch überhaupt keine Anspielung, dass The Tower mit so einem Bild, mit einem Flugzeug drauf, Bomben im Raum spawnt. Nein. Ganz normal. So, und ich habe mir gerade überlegt, ich mache noch was weiter. Weil, blub, deswegen. Ne, weil die Challenge muss ja auch noch gemacht werden und so, ne? So ist das nun mal. Wenn man Isaac noch nicht durchgespielt hat. Verdammt. Ich glaube, das benutze ich einfach. Komm, das möchte ich noch und Dankeschön, ab in den Shop. Das wäre jetzt auch noch ziemlich praktisch. Das. Der Kompass. Da ich dann... Ah, jetzt ist es hier kritisch. Da ich dann, wenn ich den Kompass hätte, würde ich ja die Karte sehen, wäre es nicht gerade eine Fragezeichen-Ebene. Aber die sind ja eh fast nie da. Dann würde ich halt alles sehen, die komplette Karte. Und das wäre schon ziemlich cool. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Und wenn da jetzt hier mal so stehen würde, wäre das auch praktisch. Aber... Ah, verdammt! Wollte ich natürlich sagen. So, gut. Da oben war noch irgendwo ein Herz. Genau hier. Dann gehen wir mal hier runter. Dann muss ich mir das jetzt ein bisschen merken, wo ich hier lang gehe. Weil ich sehe ja nicht wirklich was auf der Minimap. So. Den ersten schon mal kaputt. Der erste ist immer der schwerste. Wenn man dann noch auf andere achten muss, sondern... Muss man immer auf ein weniger achten. Wow, da wäre jetzt wahrscheinlich kaum einer von euch drauf gekommen. Aber so ist das nun mal hier. Lernt man echt was dazu. So, es ist echt toll hier. Ist echt super. So, und es wäre schon nett, wenn ihr hier diesen blauen Stein noch sprengen würdet. Wäre super. Aua. Mich eigentlich nicht, aber nur gut. Da ich ja dadurch noch ein Soul Heart bekomme, ist euch genehmigt. Aber nochmal nicht. Nee, nee. Nicht noch einmal. Aua. I said no! Two of Hearts bringt uns zwei Hearts. So, Best Friend ist totaler Bullshit. Benutzen wir jetzt einfach mal hier, um zu versuchen, den Geheimraum vielleicht hier zu finden. Explode! Obwohl, mit der Vergiftung ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber der Sea Scrolls finde ich eigentlich interessanter. Vor allem sind da anscheinend irgendwelche Random-Effekte. Und das ist schon mal ganz toll. Ist wunderbar, ist das? Och, ja. Gut, lassen wir das.
So, komm schon. Und du auch noch. Komm, über dem Leerraum. Aha, so knapp. So verdammt knapp. Weil dann wäre nämlich keine kleine Raupe mehr gespawnt. So, Tour of Hearts können wir jetzt gleich benutzen, um hier rein. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann können wir jetzt nämlich überall drüber fliegen. Tour of Hearts benutzen wir. Weil, blub. Oh, jetzt haben wir sogar die Ghost Shots, nenne ich sie mal. Stimmt, hier war der Shop. Sollen wir hier ein bisschen Orientierung kriegen. Haben wir das schon? Jo, da waren wir schon. The Tower. Warum habe ich das nicht wieder mitgenommen? Fragezeichen. Na, egal. So, dann da oben waren wir jetzt schon. Links waren wir immer noch nicht. Wie man auch gerade gut sieht. Meine Nase. Ich muss gerade irgendwie meine Nase putzen. Aua. Aber ich will eigentlich nicht während der Aufnahme die Nase putzen. Das ist doch doof. D-O-F-F, doof. Natürlich, glaubt es nur. Glaubt nur, dass ich das ernst meine. Naja, gut. Wie dem auch sei. Warum rede ich so komisch? Los, sag. Gut, ich glaube, wir haben schon alles geklärt in dieser tollen Ebene. The Book of Belial. Oh, doppelter Damage. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich derbe gelohnt. Na gut, das Book of Belial jetzt eher weniger. Oder macht das dann auch den Bomben-Damage höher? Man weiß es nicht. Und wir haben das dritte HP ab. Und sehen uns dann in der nächsten Ebene, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bleibt dran. Habe ich jetzt überhaupt nicht schlecht geklaut.